Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er allen Menschen geholfen, die zu ihm kamen. Und das ist auch heute noch so. Und er freut sich, wenn du dich an ihn wendest. Und er hat auch eine Lösung für dein Problem. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute ermutigen. Wenn du ein Problem hast, lass dich ermutigen. Heute möchte ich über das Thema sprechen, was steckt hinter der Maske? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Was steckt hinter der Maske? Wir kennen leider dieses Ding von den letzten 3 Monaten sehr innig und es hat uns geplagt und hoffentlich brauchen wir es nicht mehr zu lange. Aber was steckt hinter der Maske? Haben wir nicht in unserem normalen Leben, auch ohne das Papierteil, eine Maske auf, indem wir vor Gott kommen und sagen, oh Gott, ja, im Prinzip alles in Ordnung und ich liebe dich und so weiter. Aber verstecken wir uns nicht so oft hinter einer Maske, indem wir eine religiöse Maske aufziehen, die ein Lächeln irgendwo im Gesicht hat, aber ganz anders reagiert. Und dass wir auch zu Gott kommen mit einem gefilterten Denken. Und wenn wir die Maske aufhaben, dann verändert sich auch die Sprache, man sieht nicht mehr die ganzen Bewegungen. Wie kommen wir wirklich vor Gott? Mit einer Maske, die irgendwo alles richtig richtet für den Moment, wenn wir vor Gott kommen, oder kommen wir so, wie wir sind? Er möchte, dass du kommst, wie du bist. Egal, ob es dir scheußlich geht, ob es dir gut geht, ob du nicht mehr mit dem Leben zu Rande kommst, komm einfach ohne Maske. Und ich meine nicht dieses Teil, sondern wirklich das, was so oft die Christen aufhaben. Komme, wie du bist, und er möchte dir helfen. Herr, ich danke dir dafür, dass wir heute alle gemeinsam vor dich kommen dürfen. Herr, dass wir alle Masken ablegen, Herr, wenn wir zu dir kommen. Herr, dass wir nicht irgendwo gefiltert von irgendwelchen religiösen Vorschriften zu dir kommen, sondern so wie wir sind, weil dann kannst du uns helfen und kannst uns verändern. Danke, Herr. Amen. Amen. Ich möchte heute für alle Gebetsanliegen beten, die wir hier nicht vorlesen können. Niemand ist vergessen und Gott kümmert sich um jeden. Jesus, ich danke dir, dass du all die vielen Gebetsanliegen weißt und kennst, die hier bei uns ankommen, bei den Menschen, von den Menschen, die sich an dich wenden und wo wir das einfach weitergeben dürfen. Danke, Jesus, dass du eine Lösung hast für jede einzelne Person, egal was es ist, ob es Krankheit ist, ob es Verzweiflung ist, ob es Mangel ist, an Finanzen oder an irgendetwas anderem, ob es Ehe ist, Arbeit, Prüfungen. Jesus, du weißt um jeden Einzelnen. Danke, Jesus, dass du der Herr bist und der eingreift, dass du der Herr bist, der Lösungen hat, dass du der Herr bist, der über Krankheit gesiegt hat und über all diese vielen anderen Dinge auch. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen und dass keiner vergessen ist, dass du dich um jeden Einzelnen kümmerst. Danke, Jesus, dass du so ein großer Gott bist und dass wir das nutzen dürfen, alles zu dir bringen und am Kreuz abladen dürfen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen kommt über E-Mail. Ich habe schon länger Rückenschmerzen und jetzt kommt seit Freitag noch hinzu, dass ich immer wieder Gleichgewichtsstörungen habe. Ich bitte um Gebet. Jesus, und wir danken dir, dass wir dir auch diese Person bringen dürfen, die,
diese Rückenschmerzen hat und auch diese Gleichgewichtsstörungen. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass diese Schmerzen entmachtet sind durch dein Blut und dass dieses Gleichgewichtsorgan wieder in die richtige Funktion kommt. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du der Herr bist über diese Person und ich danke dir für vollkommene Heilung. Amen. Amen. Schreib uns einfach dein Gebetsanliegen. Die Infos sind eingeblendet oder ruf einfach an. Eine Frau schreibt uns auch per E-Mail: Liebe Isolde, lieber Daniel, danke für Ihre Sendung. Heute möchten mein Mann und ich um Gebet bitten, dass Sie für unsere Tochter beten. Bitte beten Sie um Heilung, dass die weißen Flecken im Gehirn im Namen Jesu verschwinden. Diese deuten auf MS. Aber wir wissen, dass alle Dinge bei Jesus möglich sind. Wir danken von ganzem Herzen für Ihr Gebet. Oh ja, das tun wir sehr, sehr gerne. Danke, Herr. Herr, du kennst jetzt dieses Bild, Herr. Ich danke dir, Herr. Du weißt auch das ganze Kopfkino, das jetzt in Bewegung ist bei den medizinischen Kräften, wie auch, Herr, bei der Tochter und bei den Eltern. Und ich danke dir dafür, Herr, dass sich dieses nicht bestätigt, was normalerweise diese weißen Punkte bedeuten. Und ich danke dir dafür, Herr, danke, dass wir einen geheilten Kopf, ein geheiltes Gehirn und was alles damit zusammenhängt, Herr, ausrufen dürfen. Danke, Herr, dass diese Tochter heil ist und, Herr, dass diese Krankheit nicht beginnt zu wirken. Ich danke dir dafür, Herr, dass diese MS kein Anrecht hat zu starten und Symptome auszustrahlen. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der Heiler und der Sieger. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen dreht sich um eine Erbschaft. Liebe Isolde, lieber Daniel, bitte betet für mich. Vor mir liegt eine schwierige Erbschaftsangelegenheit. Ich bitte um Gottes Hilfe, um eine gerechte Lösung ohne Hass und Neid zu finden. Ich danke euch. Liebe Grüße. Ja, das ist oftmals so, dass Erbschaften schwierig sind. Aber auch da kann Gott ein Wunder tun. Und es ist wichtig, dass man in der Ruhe bleibt, auch wenn einem manchmal vielleicht die Verwandten oder die Erben aufregen und Ungerechtigkeit da ist. Ich sag dir, überlass es wirklich Gott. Er streitet für dich. Danke, Herr, dass du jetzt auch für diese Person streitest. Herr, und dass diese Person wirklich sich in deine Arme legen kann und nur die Wahrheit ans Licht bringen kann und soll, Herr, das ist ihre Aufgabe. Aber Herr, du bist der, der streitet, dass es ein gerechtes Verteilen gibt, dass es eine gerechte Abwicklung gibt. Und Herr, dass auch Frieden unter den einzelnen Erben stattfindet. Herr, ich danke dir dafür. Und gute Kommunikation, Herr. Herr, dass was Gutes herauskommt, nicht irgendwie ein Dulden, sondern Herr, ich bitte dich, lass Freundschaft sogar entstehen unter den Erben. Ich danke dir. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Wirken und das ist wunderbar. Auch heute haben wir wieder Zeugnisse. Und eine Frau schreibt uns ein wunderbares Zeugnis von ihrer Tochter. Meine Tochter wird im Juni ihre Ausbildung zur Erzieherin abschließen und suchte einen Arbeitsplatz. Sie erhielt Absagen auf ihre Bewerbungen. Ich bat im Missionswerk um Gebetsunterstützung. Nach kurzer Zeit wurde sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Anfang April bekam sie ihren Arbeitsvertrag, der am 6.7. beginnt. Danke Gott für diese wunderbare Lösung. Wie schön. Und eine Mutter schreibt uns: Vor einigen Wochen bat ich um Gebet für meinen Sohn, der sehr einsam, verzweifelt und deprimiert war, so dass ich mir große Sorgen um ihn machte. Bald danach trat eine entscheidende Wende in seinem Leben ein. Er fand eine Partnerin und fasste wieder neuen Mut. Heute sind zwar nicht alle seine Probleme verschwunden, aber er hat wieder Freude und Lebensmut. Ich bin sehr erleichtert und den Betern im Missionswerk Karlsruhe sehr dankbar, dass sie uns mitgetragen haben durch diese schwere Zeit.
Auch mein Sohn versteht diese Wende zum Positiven als Wirken Gottes in seinem Leben. Und das ist für mich einmal mehr ein Grund zur Freude. Ja, das ist wirklich eine wunderbare Freude, wie Gott Menschenleben verändert. Ja, ich glaube, das ist genauso wichtig wie physikalische Heilung, dass Gott Menschenleben verändert. Hat er auch bei dir etwas getan oder in deiner Umgebung? Lass es uns wissen über WhatsApp oder schick uns ein kleines Filmchen, in dem du dein Wunder, dein Highlight uns berichtest. Ja, der Tipp des Tages. Ich hatte es von der Maske. Und ich meine auch jetzt im Moment die Maske, die wir aufziehen, wenn wir vor Gott treten, wenn wir vielleicht im Gottesdienst sind, wenn wir religiös unterwegs sind. Nimm dir mal ein paar Minuten Zeit und überleg dir, wo du eine Maske aufziehst. Wo du anders bist, wenn du religiös unterwegs bist, wenn du betest, als du im normalen Leben bist. Und diese Maske lege ab. Sei natürlich. Bring's vor Gott, erkenne es und bring's vor Gott und komm natürlich in den Gottesdienst, komm natürlich auch im Gebet vor Gott. Da kann viel, viel mehr geschehen. Wir freuen uns, wenn du uns dein Gebetsanliegen zukommen lässt. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Wir möchten dich heute ermutigen, die Ermutigung der Woche anzukreuzen auf unserer Webseite, denn jeden Montag bekommst du diese kostenlos als E-Mail auf dein E-Mail in dein Postfach. Geh einfach auf unsere Webseite, ganz runter, da hast du die Möglichkeit, Ermutigung der Woche anzukreuzen. Und wir danken dir, dass du uns ein Feedback über die Sendung schickst. Und wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.